aber die Liebe urteilt niemals. Das ist auch der Grund, warum die Lehren in der katholischen Kirche oder in im Christentum die Lehren von Himmel und Hölle niemals wahr sein könnten. Und das ist, warum es so traurig ist, dass so viele Menschen über so viele Jahrhunderte diesen angstmachenden Lehren gefolgt sind. Denn wenn Gott die Liebe ist, wenn die Essenz von allem und die kreative Kraft, die erschaffende Schöpferkraft, die alles erschafft und in allem ist und durch alles fließt, Liebe ist, bedingungslose Liebe ist, wird sie niemals verurteilen können. Und wenn alle Wesen Kinder Gottes sind, weil es nur eine Quelle gibt, es gibt eine Quelle, eine göttliche Quelle, aus der alles entsteht, selbst das, was sich dann völlig abgesondert hat und gesagt hat, ich bin jetzt mal komplett das Gegenteil von all den Qualitäten, die bedingungslose Liebe hat. Ich will wissen, wie das andere Spektrum ist. Ich sondere mich ab, ich sehe mich komplett getrennt vom Göttlichen. Ich kreiere selbst meine Welt, mein Reich, meine Herrschaft. Das ist das, was das Ego tut. Das ist das, was das Böse tut. Ja? Aber entstanden ist es. Es gibt nur eine Quelle. Und diese Quelle ist bedingungslose Liebe. Und die Kinder dieser Quelle sind wir. Wir sind alle Söhne und Töchter Gottes, wenn man es jetzt im christlichen Jargon sehen will. Und wenn schon ein irdischer Vater sein Kind nicht in ewige brennende Flammen und Qualen stürzen würde, außer er ist Psychopath, das würde nicht mal ein irdischer Vater tun. Wieso sollte es dann ein göttlicher Vater tun? Das ist unmöglich. Die Liebe wird nie verurteilen. Niemals. Denn Liebe und Urteil sind Gegensätze. Da, wo Urteil ist, fehlt die Liebe. Da, wo Urteil ist, fehlt die Liebe. Da, wo Liebe ist, können wir nicht urteilen. Und somit, wenn wir Söhne und Töchter Gottes sind, werden wir niemals ewige Verdammnis erfahren. Und seit 8 Jahren studiere ich Nahtoderfahrungen. Und was mir alle Nahtoderfahrungen bisher vermittelt haben, ist, selbst wenn Menschen in dieser Nahtoderfahrung höllenähnliche oder höllische Erfahrungen gemacht haben, wo sie in der Hölle waren. Jeder und jede Einzelne hat beim Anruf an Jesus oder an Gott die Rettung erfahren. Sobald wir uns an uns selbst, an unser wahres Sein, an unsere Quelle erinnern, hey, Moment mal, wir sind Lichtwesen, schwindet die Macht der Dunkelheit. Und somit möchte ich allen, die noch Ängste haben, zum Beispiel vor dem jüngsten Gericht oder vor dem Sterben, weil sie nicht wissen, reicht es mir für den Himmel oder nicht, werde ich Vergebung finden, habe ich gut genug gelebt in den Augen des Richters da oben. Ich möchte euch allen sagen, das war und ist nie die Botschaft Jesu gewesen und das war und ist niemals Wahrheit. Es gibt keinen Richter außer uns selbst. Und alles, was wir wahrnehmen und erkennen über unser Leben, wenn wir wieder drüben sind, dient nur dazu, dass wir es erkennen, dass wir daraus lernen und dass wir es besser machen. Aber nicht im Sinne von beurteilen, sondern im Sinne von mehr in Stimmigkeit mit dem, wie wir es denn machen wollen. Mehr in Stimmigkeit und im Einklang mit dem Weg, den wir gewählt haben. Und für diejenigen, die sich meine Videos anschauen, ist das der Weg des Lichts und ist das der Weg der Einheit und der Weg der Liebe.